oder böse? Wow. Wow. Da hinten steht er auf jeden Fall. Und er warnt uns auf jeden Fall nicht vor den Fallen. Das war auch knapp. Ich glaube, die Fallen kamen von dem Jungen da. Da kommen wir nicht rein. Die Klappe ist zu. Nee, da können wir nichts machen. So, sind es auch Fallen, die da oben hängen? Ich hätte gern irgendwas zum Werfen. Kann ich den Schuh nicht aufnehmen? Nee. Das kann ich aber. Das war knapp. Okay, da ist wieder eine Falle. Oder? Weil da oben hängt doch irgendwas. Naja, das ist nur eine optische Täuschung. Wow. Nein, es ist keine optische Täuschung. Diesmal war ich darauf vorbereitet. Okay. Lass uns mal über den Schrank laufen. Da werden wohl weniger Fallen sein. Nicht gut. Komm, wehr dich. Ja, obwohl du eigentlich ziemlich in der Unterzahl bist. Die entführen den. Ich hole ihn auf jeden Fall zurück. Ich hab daneben geschlagen. Nächster Versuch. Ich zertrümmer den sowas von. Hahaha. So, das hast du davon. Aber ich wollte doch eigentlich... Um den kümmere ich mich später. Ich will erst schauen, wo sie den hingebracht haben. Wenn ich überhaupt in die Richtung darf. Okay, darf ich nicht. Ich muss weiter in die andere Richtung. Ich werde ihn retten, auf jeden Fall. Den lasse ich nicht hier zurück. Es war jetzt Glück, dass mich das nicht getroffen hat. Ich war nämlich weiter nach unten ausgerichtet. Sonst hätte ich nämlich das nicht mehr rechtzeitig geschafft. So. Da brauchen wir anscheinend wieder einen Schlüssel.
irgendwas machen? Nee, da geht gar nichts. Wie die abgehen, ey. Lass mich hoch, lass mich hier hoch. Okay, ich muss schauen, wie ich da entkommen kann. Komm ich... Da wird kein Loch in der Wand sein, ne? Okay, hinten dran vorbeirennen geht auch nicht. So, Moment mal kurz. Ich muss hier kurz was machen. So. Okay, also hier bin ich schon mal weitergekommen. Versuchen wir es nochmal. Nein, ich häng fest. Okay, wenn ich jetzt dahinter springe, lass die nach rechts springen. Nein. Okay, die springen alle hier lang. Die sind schneller als ich. Okay, ich versuche mal auf den Schreibtisch zu kommen. Nee, das geht auch nicht. Nein, ich hab den hängen bleiben. Hä? Doch hier durchrennen. Okay, ich kam zumindest schon mal durch die Tür, aber ich glaube nicht, dass das der Sinn war. Wo liegt der Trick drin? Muss ich da irgendwie was mitnehmen? Kann ich die Dose vielleicht reinwerfen und schauen, was dann passiert? Mache ich die auch nur auf mich aufmerksam. Wo geht's lang? Nein, ich häng dauernd an dem Ding hier fest. Den richtigen Weg. Ich muss einen Weg finden, bei dem die dann auch irgendwie so ein Slalom rennen müssen. Und mich dadurch dann nicht kriegen. Das war nicht der richtige. Thank you.
Okay, ich komme zumindest durch die Tür, aber das bringt mir so nichts. Komme ich auf den Schreibtisch hoch? Auf den nicht. Komme ich auf einen anderen hoch? Okay, wenn die losstürmen, darf ich auch nicht mehr hüpfen. Das ist auch interessant. Ich versuch's nochmal hinterm Pult. Ich bleib immer an dem Schreibtisch hängen. Da ist auf jeden Fall ein Schlüssel drin. Wenn ich was reinwerfe und direkt wegrenne, also in die andere Richtung renne, geht das vielleicht? Okay, da verstecken ist auch nicht. Da komme ich nicht runter. Da komme ich nicht rein. Da auch nicht. Und da brauche ich einen Schlüssel. Also ich muss irgendwie in den Raum. Aber ich könnte versuchen, so zu sliden. Okay, mal ausprobieren, an welchen Stellen wir sliden können. Da bleiben wir hängen. Okay, da haben sie jetzt länger gebraucht, um mich da rauszuzerren. Dann probiere ich das mal da hinten. Nein. Nein, geht da rein. Wie komme ich an den vorbei? Direkter Weg, direkter Weg, direkter Weg. Schleichen geht ja auch nicht, ne? Ah, doch. Wenn die Lehrerin nicht schaut und dann... Ah, jetzt habe ich es verstanden. Bin halt ab und zu doch ein bisschen schwer vom Begriff. Und dann juckt es die Schüler nämlich auch nicht, wenn ich hier bin. Dreh dich wieder um. Yeah. So, und jetzt muss ich dann beim nächsten Anlauf in den Raum kommen. Aber das sollte ja eigentlich dann kein Problem sein. Glaube ich. Okay, wir sind drin. Keiner hat uns gesehen. Oh, das ist schlecht. Hahaha, super.
Können wir da irgendwie hochklettern und... Nee. Hm. Okay, Gegner weg. Ich will das Ding umschmeißen, ohne dass ich drunter liege. Das wäre doch mal... Nice. Also so eine Lehrerin möchte ich nicht haben. Oder hätte ich damals halt nicht unbedingt haben wollen, sag ich mal so. Oh weh. Ich hoffe, die will jetzt nicht in das Pult. Nein, will sie nicht. Komm, geh woanders hin. Okay, ich hätte die Kamera drehen sollen, dann hätte ich es vielleicht gesehen. Nächster Versuch. So, kurz abwarten. Anscheinend müssen wir nicht unbedingt schleichen. Ui, jetzt wäre ich fast da draus gelaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, hinter dem Pult zu sein. Vielleicht müsste ich an den Schreibtischen entlang. Wo ist hier die Tür? Da. Eieieiei. Scheiße, 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 scheiße. Okay, wir haben es geschafft. Boah. So, wo geht's lang? Ich weiß nicht. Ach je. Bist du mein Kumpel oder wer bist du? Oh. Nein.
Ist er nicht. Okay. Ich muss ihn umfallen lassen und hinten den Hammer schnappen und dann... Na, erstmal... Erstmal in die Richtung. Jetzt den Hammer. Scheiße. Aber ich denke, der Lösungsansatz war schon mal nicht schlecht. Kann ich die Mütze aufsammeln? Nein. Ich brauche auf jeden Fall den Hammer. Aber anscheinend für die Tür. Nicht für ihn. Obwohl, auch für ihn vielleicht? Ich probiere es trotzdem mal aus. Voll eine drüber gezogen. Irgendwie tut er mir jetzt aber leid. Ah, da kann man nicht viel machen. Jetzt. Ich will noch da rein. Uiuiuiui. Diesen langen Hals so genial. Wie sie jedes Mal guckt und sieht nichts. Hier gibt's Ratten. Eindeutig. Ich glaube, dass der Hals bis hier hochgehen kann. Weil hier kann ich mich ja auch wieder verstecken. Hier kann ich mich nur festhalten, aber nicht hochklettern. Okay, anscheinend kann ich das Ding umschmeißen. Jetzt weiß ich, warum man sich da verstecken kann.